stören dich Handys? Ich mag das nicht so, wenn mein Papa oder meine Mutter telefoniert, dann muss ich, und ich die dann was fragen will, dann muss ich immer erst warten. Und das fühlt sich so an wie 3 Stunden, dass die telefonieren. Also es nervt, dass die Eltern immer so viel Nachrichten schreiben, die ganze Zeit am Handy sind. Aber ich finde es gut, dass sie nicht immer mit dem Flugzeug wegen Umweltverschmutzung zu irgendwelchen Besprechungen in der Arbeit fliegt, sondern es über Telefon macht. Und das finde ich halt manchmal auch doof, weil manchmal komme ich auch wegen meiner Schwester zu spät und meinen Eltern, weil sie immer telefonieren. Und mein Vater sagt immer zum Beispiel, komm, ich bring dich. Und dann beim Auto mussten wir dann immer so warten, weil er dann wieder telefoniert wegen der ganzen Arbeit und so. Und das finde ich halt manchmal doof, weil manchmal komme ich dann einfach zu spät in die Schule. Also mir nervt es, dass die Eltern immer wieder Smartphones gucken und nicht viel Zeit mit Kindern verbringen. Und das nervt mich also wahnsinnig. Die gucken immer noch Smartphones und rufen immer nur an. Weil dann telefonieren sie so lange und ich will mit sie spielen, so gerne mit meinen Eltern. So war mein Papa zu nur am Handy, wenn ich und meine Schwester lernen. Manchmal ist es auch so, wenn wir halt was machen und dann guckt er nur kurz aufs Handy, weil ihn jemand anruft und dann macht er es immer leise, weil er gerade mit uns spielen will. Also bei uns ist meine Mama und Papa nie am Handy, sondern immer mit uns am Spielen. Wie ich ja gerade gesagt habe, schreiben E-Mails an Verwandte und die schicken dann auch wieder was zurück. Und das Nervige ist, da machen sie die ganze Zeit piep, piep. Wenn wieder Nachrichten von den anderen kommen. Und das nervt halt.